Ja, hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen OMSI 2 Tutorial Folge. Und zwar hat mich der Clash of Clans cool gefragt, ob ich ein Tutorial machen kann, wie man diesen Mod hier installiert. Das ist der Hamburg KI PKW Repaint Mod von Hayo. Ja, was ist das genau? Das ist ein Realismus Upgrade der KI PKWs aus dem Hamburg Add-on mit den Logos der Fahrzeuge sowie ein paar zusätzliche Repaints für den kleinen Bus und eins für den Smart. Dieses Repaint werden wir jetzt installieren. Ich werde es euch zeigen, wie das Ganze funktioniert. Dazu geht ihr hier auf Download, dann kommt ihr auf diese Seite und dann kommt ihr hier auf Dateien. Jetzt habt ihr natürlich zwei Varianten, was ihr runterladen könnt. Ladet aber das hier herunter, OMSI HH, also Hamburg Cast 2 herunter. Das braucht ihr nicht, das ist dasselbe, bloß einer älteren Anleitung. Denn Cooper hat jetzt nämlich eine andere Idee zu der Installation gehabt, was viel einfacher ist. Deswegen ist das mit den Cast 2 entstanden. Das Ganze ladet ihr euch herunter. Wenn ihr es habt, dann sieht das Ganze so hier aus. Entpackt das Ganze. So, wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr hier diese wunderschöne README. Die werde ich jetzt einfach mal hier so lassen. Ich werde nur kurz mal das Ganze hier ein- und ausblenden hier. Das brauchen wir jetzt nicht. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Jetzt habt ihr es heruntergeladen, entpackt. Dann haben wir hier die tolle README. Wichtiger Hinweis ist, ihr braucht dafür das Add-on Hamburg Tag und Nacht. Das ist ganz wichtig, weil wer es nicht hat, dann kann das nicht funktionieren. So, dann öffnen wir hier auch unseren OMSI Hauptverzeichnis. Hier. Und als allererstes, was wir machen müssen, ist sichert euch vorher die Originaldateien. Also das heißt, ihr müsst euch folgende Dateien sichern. Und zwar von KI PKW 1 bis KI PKW 7. Diese Dateien macht ihr euch sicher. Eine Sicherheitskopie, falls irgendwas am Ende schief gehen sollte oder falls es euch nicht mal gefällt. Das Ganze habe ich hier schon angelegt als Sicherheitskopie. Man weiß ja nie, was passiert. Kann auch sein, dass ich irgendwann keine Lust mehr drauf habe. Man weiß es nicht. Und ja, macht bitte eine Sicherheitskopie, weil es wäre ärgerlich, wenn bei euch irgendein Fehler auftritt und ihr müsst das ganze Add-on neu installieren. Dann haben wir auch nicht die Konto. So, wenn ihr dies gemacht habt, dann müssen wir jetzt den Vehicles-Ordner öffnen von den OMSI Hamburg Cast 2 WinRAR-Datei. Kopieren den gesamten Inhalt davon und fügen den im Vehicles-Ordner ein. Und lassen das Ganze überschreiben. Ich habe es jetzt nicht getan, sorry. Datei im Ziel ersetzen. So, keine Ahnung, warum ich unten drauf geklickt habe. Gut. Dann sind wir fertig. Jetzt kommt das Außer. Also ich werde jetzt hier teilweise mit der README beschäftigen, weil ich möchte keinen Fehler machen. Hier steht es dran. Außer Smart. Hier gibt es zusätzliche Repaints, Car Sharing. Wer dieses nutzen möchte, muss im Verzeichnis KI PKW 6 die Datei lackierungen.cti um folgenden Eintrag ergänzen. Das heißt, wir öffnen jetzt KI PKW Nummer 6. Wir machen jetzt auch alles, was hier drauf steht, also keine Bange. Gehen auf Texturen und hier haben wir die Lackierungen CTI Datei. So, hier wird aufgefordert, die Datei Lackierung um folgenden Eintrag ergänzen. Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt mit dem komplett gemeint ist, ob man jetzt hier alles löschen muss oder nicht. Aber ich kopiere das Ganze und füge das einfach unten ein, weil das hat auch bei dem Test geklappt. So, wir fügen das jetzt. Machen wir zwei Leitersten runter. Zweimal mit Enter runter, meine ich. Und fügen das Ganze ein und gehen dann hier auf Speichern.
So, wer das gemacht hat, ich lese euch weiter vor. Die neuen DDS-Dateien beinhalten hier nicht nur die Fahrzeuglogos, sondern ändern teilweise auch die Bemalung. Aus dem Hamburg Express wird ein DHL-Fahrzeug und die Feuerwehr wird, um sie in allen Maps einsetzen zu können. Neutral. In Klammern ohne Hamburg-Schriftzug und ohne Wappen auf der Tür. Ich Klammer zu. Wer lieber die Hamburg-Feuerwehr behalten möchte, aber mit Logos, kann die ebenfalls beigepackten Dateien sprinterambu.ds und sprinterambu #low.dds nutzen. Dazu einfach das HH aus dem Dateinamen entfernen. So, schweres Deutsch heute bei mir, merke ich schon, es ist so spät genug. Ich brauche das, ich lasse das einfach so. Ja, also, das könnt ihr von mir aus auch ignorieren. Es sei denn, ihr wollt es, dann macht ihr es so, aber ich möchte es halt nicht so und von daher brauche ich es auch nicht zeigen. So, dann steht hier: Danke an Cooper für diese deutlich einfache als die ursprüngliche Methode. Also Paket 1 war halt die komplizierte und das ist halt die ganz einfache Methode. So, um jetzt weiter zur Installation zu kommen, ne, werden wir jetzt Folgendes noch machen, weil wir sind noch nicht fertig. Wir müssen jetzt nämlich den KI-PKW 7 öffnen. Das ist nämlich für den, ja, für die Transporter, also für die Paketfahrzeuge, wie, ja, halt die Paketfahrzeuge, wisst schon. Da gehen wir zunächst wie folgt vor. Zunächst zu diesen neuen Dateien müssen Sie noch folgende Dateien im Verzeichnis unter Modell bearbeitet werden. Das heißt, wir gehen jetzt in den Modellordner und suchen Modellpaket.cfg. Modellpaket.cfg haben wir. Gut. Füge den Bereich nach Textur ab Zeile 14. Du kannst auch in der Datei Modell unterstrich CIF.cf CGF nachsehen, wie es dort steht. Folgendes ein. Wir kopieren jetzt diesen Text. Den Text-Texturentausch. Ja, Texturtausch. Und ich glaube, das müssen wir ja auch kopieren, ne? Ach man. Ja, wir kopieren. Na komm. So, das kopieren wir und fügen das hier einfach ein. So. Genau. Oh Leute, es ist warm. Sorry. Das Ganze speichern wir dann. Und dann öffnen wir hier die Parkett CFG und fügen ganz am Anfang vor Load das hier ein. Wir kopieren das Ganze. Ich weiß jetzt nicht, ob man das Texturtauschwort auch mit kopieren muss. Ich habe es beim Testen nicht gemacht, obwohl es auch geklappt hat. Und jetzt war ich nämlich ein bisschen verunsichert, weil das auch in dick Schwarzschrift dasteht. Deswegen. Gut. Und fügen for load folgendes ein. Das heißt, for load, so fügen wir es ein. Das Paketfahrzeug hat nun eine eigene Lackierungen.cti. Datei aus der verschiedenen Varianten geholt. Varianten, heißt es nicht Varianten? Egal. Und somit alle Paketfahrzeuge auf der Map fahren. Ja. Speichern. Ne, speichern das Ganze. Oh Leute, es ist warm. Es tut mir so leid. Ich kann euch eins versprechen, es funktioniert wirklich. Ihr werdet am Ende die Fahrzeuge noch sehen.
Das sind hier nur die bekannten Fehler. Das ist bei mir aber nicht so gewesen. Deswegen brauchen wir das jetzt auch nicht vorlesen. Das könnt ihr euch selber lesen, ja? Gut, wenn ihr das gemacht habt und ich hoffe, ihr kam so weit hinterher, obwohl ich ein bisschen in Stotter kam, weil mich verwirrte auf einmal diese fette Schrift von Texttausch und oh Leute, weil ich habe die in der Probe, also beim Test, nicht mit reinkopiert. Aber ich denke mal, es sollte trotzdem funktionieren. Also wie gesagt, sorry. Zudem ich heute noch ein bisschen klein wenig durcheinander bin, weil ich muss gleich noch Train Simulator aufnehmen. Ja. Ich muss eine Ersatzfolge drehen. Das bei der Folge 154 zu Komplikationen kam und ich die Folge nicht veröffentlichen kann. Aber die Fahrt wird dann später wiederholt. So. Deswegen bin ich ein wenig durcheinander, weil ich bin eigentlich noch in Planung wegen der Jubiläumsfolge, die ich noch aufnehme. Also es ist voller Plan hier, also, und dass ich ausgerechnet noch eine Ersatz-Train-Simulator-Folge drehen muss, war mir noch nicht so weit im Gedanken. Also damit habe ich echt nicht gerechnet. So, das dauert jetzt ein bisschen, Loading AI, bla bla bla. Wir können uns mal angucken, welche Fahrzeuge in diesem Repaint vorhanden sind. Wir gucken uns jetzt nur noch die Logos an. Ich denke mal, Internet macht dabei nicht mehr mit. Das ist aber sehr freundlich von dir. Also wir haben hier DPD-Transport, DHL-Transport, GLS, Feuerwehr ohne Hamburger Wappen, Taxi haben wir, hatten wir es nicht vorher auch. Dann haben wir hier unseren kleinen Smart mit einem Logo. Ich würde mal sagen, wir werden diese speziell mit den Logos raussuchen auf der Karte. Damit kann ich euch zeigen, dass das Ganze funktioniert. Und ich denke mal, diese Farben, KI-Fahrzeuge, also die Farben von den KI-Fahrzeugen werden wir auch so schon sehen. Also keine Bange. So, wo müssen wir denn am besten ein, wo sehr viel Verkehr ist? Nämlich hierhin. Und hier haben wir schon einmal den Rettungsdienst. Ich wüsste jetzt nicht, warum das einmal so schwer sein soll. So, Feuerwehr. Wie wir sehen, hat er kein Hamburger Wappen mehr drauf. Der hat ja so ein Hamburger Wappen. Ich muss mal kurz mein Mikro-Kopfhörer, also meinen Stecker vom Kopfhörer auch richtig einstellen. Das ist unfassbar hier. Bei mir geht nur, bei mir spinnt das rum. Ey. Ich muss bald zum Computer fritzen, wenn es so weitergeht. Das ist ja furchtbar. So, ich höre einen SD-Bus. Aber ich kann ihn nicht sehen. Ha. Gut, gehen wir hier weiter gucken. Vielleicht trifft uns irgendwann noch ein Smart hinten zu. Auch die parkenden Autos haben Repaints bekommen, also andere Farben, also nicht mehr so. Die haben halt einen Realismus-Farbanteil bekommen. Ich glaube, der hier auch. Das ist doch der rote, ne? Ja, das ist der rote. Ich will es halt vergleichen, damit es wirklich funktioniert. Nicht, dass es am Ende heißt, ja, das zeigt sich und es klappt nicht. So, da haben wir einen Smart. Allerdings den normalen in Gelb. Da haben wir einen Transporter. Oh. So, das ist mir wert. Das ist es mir wert. Das ist unser DHL-Transporter, ne, den wir mit eingefügt haben. Gut, dass er schon hier ist. Dann haben wir noch ein GLS-Transporter, den wir ebenfalls hinzugefügt haben. Und ihr seht, er funktioniert. Also habe ich nichts Falsches gemacht.
und ihr seid euch jetzt auch endlich sicher, dass das Ganze funktioniert und dass es kein totaler Reinfall ist. Dann gehen wir mal weiter gucken. Und zwar haben wir noch ein Smart. Und da drücken wir gleich auf Pause. Jetzt muss Omsi ausgerechnet nachladen. Die folgende Sendung verzögert sich um 3 Stunden. Danke. Dann haben wir hier unseren Smart. Mit einem wunderschönen Logo. K260. Kenne ich nicht, was das bedeuten soll. Könnt ihr ja in den Kommentaren schreiben. Aber hier steht doch was. Ja, K260.com. Super. Der Smart ist da. Jetzt fehlt uns nur noch der DPD-Transporter. Hier haben wir einen dunkelblau. Da haben wir die Hamburger S-Bahn. Ne? Frag mich jetzt nicht, welche Baureihe das ist. Ich bin selten in Hamburg. Auf Deutsch gesagt, ich war noch nie in Hamburg. Will aber irgendwann mal hin. Aber bis es dazu kommt, haben wir 2078. Mein Ernst. So, wir suchen noch einen Transporter. Habt ihr einen Transporter für mich? Ja. 5 Euro. Wer schickt mir einen Transporter her? Ich mache Hilfsfalle an. Die Hilfsfalle helfen mir, damit ich nicht ins Nirgendwo gehe. Okay, hier gibt es leider nichts mehr. Hier geht es auch nicht mehr. Wo viel Verkehr ist. Ein Transporter. Lalalala. Wir haben Zeit. Ich möchte euch halt nur zeigen, dass alles funktioniert und nicht, dass es am Ende heißt in den Kommentaren, ja, dieser Transporter ist bei mir nicht da. Sowas möchte ich nicht hören. Da haben wir wieder DHL. Die verbreiten sich auch immer überall. Das ist ja furchtbar. Richtig viel Verkehr brauchen wir. Ist er denn hier einzutreffen? Es gibt viele Transporter, aber nicht der von Dings. Hier von, glaube, keine lang. Aber ich frage mich, was bei den Taxis geändert hat. Hat sich da auch was geändert? Finde ich irgendwie gleich. Oder täusche ich mich da? Könnt ihr ja in den Kommentaren schreiben, ob sich da was verändert hat an den Taxis. An den Taxen, ne? Ja, finde ich jetzt nicht. Hat sich anscheinend aus dem Staub gemacht, wobei ich eigentlich immer da lang suchen muss, wo es am meisten Verkehr ist. Und das ist eigentlich am Jungfernstieg. Wenn du eins suchen willst, ne? Du suchst irgendeine bestimmte Sache und die taucht nicht auf. So, eine miese Ratte, dieser Transporter. Typisch DPD. Ich hatte ihn beim Test gefunden. Aber jetzt will Omsi mir die kalte Schulter zeigen. Das finde ich ja gerade sehr amüsant hier. Da haben wir ja die Feuerwehr. Es ist endlich da. Oh, endlich. Und hier ist natürlich auch DPD. Global Express Parcels. Parcels. Ja. Das sind sie. Und ihr habt auch hier die ganzen KI-Fahrzeuge gesehen mit Repaints und anderen Farben, Realistik Upgrade und hast du nicht gesehen.
Das Ganze funktioniert also, auch wenn es jetzt eine ganze Weile gedauert hat, gut 20 Minuten bei so einer Modifikation. Annehmbar akzeptabel, würde ich mal sagen. Ja. Das war's vom Tutorial, wie man das Ganze installiert. Ich würde mich sehr über einen Kommentar freuen, ob das Ganze funktioniert hat. Und ob es euch auch geholfen hat oder keine Ahnung. Also, wie gesagt, Clash of Clans cool. No. Das war das Tutorial, wie man das Ganze installiert. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen weiterhelfen. Und sorry nochmal, dass es so lange gedauert hat. So, in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt von euch und wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ich werde jetzt erstmal schnell die Ersatz-Train-Simulator-Folge aufnehmen. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal. Euer Trainer um CDB. Tschüss.